Das hier ist dein Dopamin-Level. Gerade eben war es vergleichsweise hoch, als du dich entschieden hast, dieses Video anzuklicken. Aber es wird ziemlich schnell abnehmen und du wirst beginnen, weiter zu scrollen. Sobald du aber ein anderes Video siehst, das du vielleicht anklicken möchtest, kickt das Dopamin wieder rein. Es ist dieser Kreislauf, der erklärt, warum Instagram, YouTube und Co. so schnell süchtig machen. Und das ist kein Zufall, denn die Konzerne hinter diesen Plattformen haben das Spiel mit unserem Dopamin mittlerweile perfektioniert. You're exploiting a vulnerability in human psychology. The inventors, you know, and it's me, it's Mark, it's all of these people, understood this. And we did it anyway. We want to psychologically figure out how to manipulate you and give you back that dopamine hit. Dopamin. Mittlerweile ist dieser Neurotransmitter so bekannt, dass er auch schon als Kim Kardashian unter den Molekülen bezeichnet wird. Dopamin übernimmt in unserem Gehirn eine Reihe von verschiedenen Aufgaben. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal Schokolade gegessen habe, hat mich mein Gehirn für die Zuckereinnahme danach mit ein bisschen Dopamin belohnt. Mit der Zeit hat mein Körper dann gelernt, dass dieses positive Gefühl mit der Schokolade zusammenhängt. Heute schüttet mein Gehirn darum bereits Dopamin aus, wenn ich nur schon Schokolade anschaue. Dopamin motiviert mich also, etwas zu tun, allein wenn die Aussicht auf eine Belohnung besteht. Wie eine innere Stimme, die mir sagt, nimm einen Biss von dieser Schokolade. Ganz ähnlich funktionieren auch die sozialen Medien, allerdings mit einem zentralen Unterschied, den man schon seit den 1950er Jahren kennt. Damals führt der Psychologe B.F. Skinner Experimente mit Tauben durch. Er möchte die Vögel dazu bringen, möglichst oft auf einen roten Knopf zu drücken. Dazu werden die Tiere zuerst für jedes Picken auf den Knopf mit einer kleinen Portion Futter belohnt. Doch dann wechselt der Forscher den Belohnungsmechanismus. Die Vögel werden nun nur noch in unregelmäßigen Abständen belohnt. Die Folge: Die Tauben drücken den roten Knopf nun deutlich häufiger. Und nicht nur das, sie werden geradezu süchtig. Selbst wenn sie später gar kein Futter mehr erhalten, drücken sie noch lange weiter. Denn sie wissen nie, wann sie für ihre Aktion belohnt werden. Variabler Quotenplan heißt dieser Belohnungsmechanismus in der Psychologie. Und er ist dafür bekannt, dass er besonders schnell süchtig machen kann. Es ist der gleiche Mechanismus, der auch auf den sozialen Medien zum Einsatz kommt. Denn auch hier wissen wir als Userinnen und User nie genau, was uns erwartet, wenn wir die App öffnen oder zum nächsten Post weiter scrollen. Genau wie die Tauben können wir also nie vorhersagen, wann wir für unsere Aktion belohnt werden. Der Neurowissenschaftler Robert Sapolsky nennt es Und wie wir bei den Tauben gesehen haben, birgt dieses Maybe, also dieses Vielleicht, großes Suchtpotenzial. Und das war von Anfang an Teil der Strategie der Tech-Konzerne. That thought process was all about, how do we consume as much of your time and conscious attention as possible? And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. Dieses Spiel mit unserem Dopamin haben die Programmiererinnen und Programmierer dieser Apps mittlerweile aufs Feinste optimiert. Zum Beispiel die roten Notification Badges auf meinem Smartphone. Sobald ich sie sehe, schüttet mein Gehirn Dopamin aus, um mich zu motivieren, die App zu öffnen. Das Dopamin sagt mir also, mach die App auf, dann wirst du vielleicht mit einer interessanten Nachricht belohnt. Oder auch diese Typing Bubbles, wenn ich mit jemandem schreibe. Das Dopamin sagt mir, wenn du jetzt dran bleibst, wirst du vielleicht gleich mit einer spannenden Antwort belohnt. Viele der Mechanismen, die man auf den sozialen Medien sieht, kennt man auch schon aus der Glücksspielindustrie. Zum Beispiel die Pull-to-Refresh-Funktion. Sie funktioniert im Prinzip gleich wie der einarmige Bandit im Casino. In beiden Fällen löse ich manuell eine Aktion aus und dann gibt es diesen kurzen Moment, wenn die Rädchen drehen. Diese kleine Pause zwischen Aktion und Auflösung. Sie befeuert die Dopaminausschüttung erst recht. Und auch sonst sind die sozialen Medien gespickt mit vielen weiteren kleinen Süchtigmachern. Zum Beispiel sogenannten Micro-Interactions. Ein gutes Beispiel dafür sind diese kleinen animierten Reactions auf Facebook. Ich weiß, dass sie sich so lustig bewegen, wenn ich mit ihnen interagiere. Und allein diese Erwartung löst bei mir im Gehirn einen winzigen Dopaminschub aus. Klicke ich dann tatsächlich darauf, registriert mein Gehirn ein kleines Glücksgefühl.
Und das funktioniert übrigens auch mit dem Like-Button direkt unter diesem Video. Und klar, viele dieser Mechanismen sind nicht per se unnötig. Sie erfüllen oft Funktionen, an die wir uns als Userinnen und User gewöhnt haben. Aber sie haben eben auch diesen, nun ja, für die Macherinnen und Macher nicht ganz unerwünschten Nebeneffekt, dass sie süchtig machen können. Immerhin scheint das Bewusstsein für solche Mechanismen und deren Auswirkungen zu wachsen. Auch dank den warnenden Worten eines ehemaligen Facebook-Managers. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. Apps wie TikTok oder Instagram haben mittlerweile reagiert und bieten unter anderem die Möglichkeit, an Bildschirmpausen erinnert zu werden. Allerdings sind diese Funktionen in der Regel tief in den Einstellungen versteckt oder können von den Userinnen und Usern relativ einfach übersteuert werden. Und eigentlich ist das auch logisch, denn schlussendlich haben diese Unternehmen kein wirklich großes Interesse daran, uns von den Plattformen fernzuhalten. Jedenfalls nicht, solange ihr Geschäftsmodell darauf beruht, unsere Aufmerksamkeit an Werbekunden zu verkaufen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, könnte dich vielleicht auch dieses Video hier interessieren. Und wenn du Studentin oder Student bist, haben wir hier noch ein ziemlich nices Angebot für dich. Das NZZ-Studie-Abo zu einem unschlagbaren Preis.